Es wirkt für den Beobachter ein bisschen unernst. Sie beschließen vor wenigen Wochen ein Budget für 2015. Sie beschließen im Jänner, dass es eine Steuerkommission geben soll. Die ist heute das erste Mal zusammengetreten. Jetzt kommen Sie darauf, dass 2015 eine Steuerreform geben soll. Ein bisschen wirkt das, als wollten Sie einfach von einem schlechten EU-Wahlergebnis ablenken. Ich glaube nicht, dass das EU-Wahlergebnis ausschlaggebend ist. Vielleicht schauen Sie ein paar Millionäre zu und sind jetzt wahnsinnig interessiert, wie viel Steuer Sie zahlen müssen ab 2015 oder 2016. Also angenommen, jemand hat 2 Millionen. Was bezahlt er dann? Dann hat er mal 1 Million frei, so viel steht einmal fest. Und dann muss man sich natürlich anschauen, welche Tarifsysteme wir haben. Aber das heißt, die SPÖ fordert jetzt seit Jahren und ganz besonders im letzten Nationalratswahlkampf eine Vermögenssteuer. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, wissen Sie noch nicht, wie die ausschauen wird. Unwissenheit können Sie mir nicht vorwerfen, Herr Wolf. Wir setzen uns sehr wohl auch mit vermögensbezogenen Steuern auseinander. Sie lenken ab, Frau Staatssekretärin. Ich würde gerne wissen, wie die Steuer für die Vermögenssteuer ausschauen soll. Wer zahlt da wie viel? Circa 80.000 Menschen sind von dieser Millionärsabgabe betroffen. Diese 1 Million Freibetrag, von der Sie immer sprechen, gilt die pro Person oder gilt die pro Haushalt? Unser Modell sieht vor pro Person. Weil es gibt ein Zitat von Ihrem Vorgänger im Staatssekretariat, von Herrn Schieder, jetzt Klubobmann, vom 10. Oktober 12, der sagt, betroffen werden nur Haushalte mit über 1 Million Euro. Ja, ich meine, wenn ein Haushalt aus einer Person besteht, dann war meine derartige Ansicht nicht widerständig. Und ich sage ja, deswegen ist es ja auch so wichtig. Aber wenn zwei Menschen einen Haushalt bilden und jeder hat 500.000, dann sind sie nicht betroffen. Genauso ist es ja. Wissen Sie eigentlich, wie viele Länder in der EU eine solche Vermögenssteuer haben? Es gibt, wenn man sich den EU-Durchschnitt anschaut, die EU hat uns ja auch wieder Länderempfehlungen gegeben, so liegen wir bei der Vermögensbesteuerung im EU-Durchschnitt auf Platz 26. Aber wissen Sie, und wie viele EU-Länder eine echte Vermögenssteuer glaube, haben, so wie diese Millionärsabgabe? Beispielsweise Frankreich. Ist das einzige Land? Beispielsweise, ja. Vermögenssteuern stehen im Regierungsprogramm ausdrücklich nicht drin. Ich habe extra heute noch mal geschaut. Aber es steht auch nicht drin, dass Vermögenssteuern nicht vereinbart werden. Stimmt, das Wort Vermögenssteuer kommt auf den 130 Seiten einfach nicht vor.